Ein Blick zurück in die Sportgeschichte. Dortmund, April 1989. Es war ohne Frage eine Sternstunde für den deutschen Tischtennissport. Überraschend holten Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner WM-Gold im Doppel. Jörg Roßkopf ist inzwischen Bundestrainer und Steffen Speedy Fetzner. Er hat seine neue Heimat im Saarland gefunden. Dabei ist Tischtennis noch immer sein Leben. Der Weltmeister als Schiedsrichter in der Oberliga. 26 Jahre nach dem Triumph, dem bislang letzten Tischtennis-WM-Gold für Deutschland und vielen Karrierestationen, Speedy jetzt in der Oberliga für den TTC Kerpen-Illingen. Das sind ein paar Kilo zu viel auf den Rippen und man hat aber so die Spielübersicht und die Rückhand, klar, die Rückhand kann man auch aus dem Stand spielen, das geht immer, aber wenn man sich dann eben bewegen muss, dann merkt man schon, dass man eben nicht mehr ganz so viel trainiert und dass man vielleicht nicht mehr ganz so fit ist wie früher. Illingen, eine bunte Truppe mit dem Saarlandmeister Pascal Naumann, mit Chance Friend aus Texas und eben Steffen Fetzner. Und er ist immer noch eine Attraktion. Im Doppel mit Aaron Vollbracht, klarer Dreisatzsieg, ein Weltmeister ohne Starallüren. Er ist nett, cool, völlig umgänglich und wir haben viel Spaß mit ihm. Seit 5 Jahren arbeitet Speedy in Völklingen beim Tischtennis-Ausrüster Donnig. Vielleicht die letzte berufliche Station des 47-Jährigen, der viel gesehen hat. Lange in Düsseldorf gespielt, dann ein Jahr Berlin, Schweden. Viele Jahre in Grenzau verbracht, dann eben durch den Sponsor Totolotto dann da gelandet. Fußball-WM 2006 mitbegleitet, 5 WM-Spiele in Lautern und dann eben der Wechsel nach Doha, Katar, wo ich da in der Aspire Sport Academy als Trainer gearbeitet habe und jetzt seit 5,5 Jahren eben hier. In der Oberliga trifft der alte Bekannte Shen Xibin, der in den großen Zeiten für den ATSV Saarbrücken spielte. Und Speedy muss auch im Einzel ran, ist nicht bei jedem Spiel an Bord, aber kann trotz 47 Jahren und Trainingsrückstand noch siegen. Gegen Klein Winternheim klarer Sieg für den Tabellenzweiten. Jeder Sieg ist irgendwo schön und wir haben ja ein Ziel vor Augen. Wir wollen ja, wenn möglich, noch eine Klasse höher spielen nächstes Jahr. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute junge Mannschaft, die auch sehr motiviert ist und engagiert ist und mich dann auch so ein bisschen mitzieht. Es ist eine klare Win-Win-Situation mit großem Spaßfaktor. Illingen und Steffen Fetzner. Kein Spaß in Hannover. Die Polizei spricht mittlerweile von einer konkreten Gefährdungslage. Wir widmen uns der Leichtathletik. Die saarländischen Nachwuchsleichtathleten U20 gehören bundesweit zur Spitze. In den besten Listen des DLV werden Sophie Gimler vom LV Merzig im Hammerwurf sowie Lukas Hein über 100 Meter an Position 1 geführt. Zweite Plätze verbuchen Luisa Grauvogel von der LG Saar 70 über 100 Meter Hürden und im Siebenkampf sowie Christian von Eitzen über die 800 Meter Strecke. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Landessportverbände unterstützen Vereine im Rahmen eines Modellprojekts Willkommen im Sport bei ihrem Engagement für Flüchtlinge und Asylbewerber. 4 Vereine aus dem Landessportverband für das Saarland, der Turnverein TV St. Wendel, die beiden Fußballclubs 1. FFC Völklingen und die SG Bostalsee sowie der Skateverein Skate Network Saar haben sich durch ihre Integrationsarbeit besonders hervorgetan und werden für die Dauer des Projekts wissenschaftlich begleitet und finanziell unterstützt. Soweit der Sport. Vielen Dank, Thomas. Das war es von uns für heute. Halten Sie die Frisur fest. Die nächsten Tage werden stürmisch. Die Einzelheiten dazu jetzt von Selina Fries. Einen schönen Abend. Tschüss. Guten Abend und willkommen zum Saarlandwetter. Dieses schöne Foto hier, das beschreibt unsere erste Novemberhälfte eigentlich ganz gut. Schön war es nämlich mit all den bunten Blättern, immer wieder sonnig und recht mild. Damit ist jetzt allerdings Schicht im Schacht. Denn die Woche bleibt regnerisch, stürmisch und am Wochenende gibt es sogar einen winterlichen Wetterumschwung. In der ersten Nachthälfte, da ziehen noch ein paar Schauer über uns hinweg. Dabei sind kurze Gewitter möglich, bei denen vereinzelt Sturmböen um 80 km/h durch ihren Ort fegen könnten.
Der Tiefstwert der kommenden Nacht liegt bei 9 Grad in Freisen, der Höchstwert dann bei 13 Grad, so zum Beispiel in Perl. Morgen früh kann es vor allem im Hochwald noch etwas regnen, sonst bleibt es aber überwiegend trocken, bewölkt und selten sonnig bei 10 bis maximal 14 Grad. Am Donnerstag soll es zwischen sonnigen Abschnitten und Regen stürmen. Die Werte liegen bei 10 bis 14 Grad. Am Freitag lässt der Wind etwas nach. Da soll es wieder stärker regnen, 9 bis 11 Grad. Samstag bzw. am ganzen Wochenende kommt dann der winterliche Wetterumschwung. Samstagabend kann es schneien und stürmen. Die Werte sinken auf 5 Grad. Und am Sonntag wird es wechselhaft. Schneeregen und Graupelschauer sind möglich, minus 1 bis maximal 3 Grad. Und jetzt noch ein schneller Blick auf die Großregion. Morgen bleibt es bis auf Idar-Oberstein eigentlich überall trocken. Die Werte schwanken zwischen 12 und 16 Grad. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Fliegen Sie mir nicht weg und bis morgen. Tschüss.